Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Es geht weiter. Und ja, zwar hier oben. Haben wir uns jetzt noch nicht so umgeschaut. Das werden wir jetzt aber schnell nachholen. Ich glaube, ich bin mit ihr das letzte Mal hier noch ein bisschen durchgestiefelt, oder? Und dann haben wir noch was gefunden. Ach ja, das Skelett und noch ein paar Feinde, meine ich. Und die können wir jetzt eben mal tun. Ach ja, das Gespräch. Genau. Durlak, mein Freund. Ach ja, den haben wir ja. Ach ja, ich erinnere mich gerade wieder. Genau. Diesmal wollen wir ihn versuchen, nicht zu veräppeln. Und macht euch blind. Ich bin nicht Durlak und ihr seid nicht mein Freund. Ja gut, dann wäre er aber total, dann wäre er sofort pissig, oder? Natürlich, ich habe euch auch vermisst. Oder haben wir das letzte Mal? Lasst mich mal kurz überlegen. Haben wir das letzte Mal mitgespielt? Ich habe das hier gesprochen. Ich probiere mal das hier. Ich habe euch auch ich habe euch vermisst. Okay, da geht das Gespräch auf jeden Fall erstmal weiter. Ihr seid neuerdings ungewöhnlich höflich, Durlak. Und ich glaube, ihr seid auch größer. Ach ja, das. Als ich euch in Erinnerung habe, die Zeit hinterlässt ihre Spuren an uns allen, nehme ich an. Aber meine Schuld hat sie nicht getilgt. Ich werde euch hier zu Diensten stehen, bis ihr mich nicht mehr braucht, ich weiß gar nicht mehr genau, was wieder gut zu machen. Aber das macht ja nichts. So. Jetzt ist aber die Frage, was wir nun nehmen. Ihr hattet nicht so lange warten müssen. Genau, dann wurde ich ja gierig, ne? Oder doch nicht? Habt ihr etwas anderes, das ihr als Zahlung annehmen könnt? Irgendwas Wertvolles? Genau, das haben wir genommen. Diesmal wollen wir aber ein bisschen mehr erfahren, eventuell, bevor er uns angreift. Beachtet sie als getilgt und ruht ein wenig aus. Ich will davon nichts mehr hören. Ihr seid frei. Wäre natürlich auch interessant. Aber welche Schuld sollte das sein? Was hat euch so lange aufgehalten, festgehalten? Ich nehme an, das wird uns auch indirekt verraten. Aber vielleicht kriegen wir somit noch ein bisschen Input. Die Schuld? Ihr kennt meine Schuld. Als das Böse kam und das Gesicht eures Clans annahm, als eure und meine Freunde sich zum Bösartigsten kehrten, habt ihr uns geschützt und gekämpft, obwohl es schmerzte. Ich konnte ihnen nicht zuleide tun. Ich konnte nicht die Hand gegen den Clan erheben, den ich meine Familie nannte. Ihr habt sie alle bekämpft, auch wenn es euch nicht, auch wenn es euch mehr schmerzte. Ich hatte Glück. Ich bin dem Albtraum des Lebens entkommen, auf die einfache Art. Ich werde meine Schuld zurückzahlen. Das wolltet ihr wissen. Das solltet ihr wissen. Ihr habt euch verändert. Ihr seid nicht Durlak. Ja, wie ich vermutet habe. Jetzt wird er uns angreifen. Bist ja ein komischer Kauz. Ich hab Aber genug nicht davon. nur Imowen. Naja, man kann aus ihm nichts rauskriegen und rausbekommen, Ja, außer was das. wollt ihr? Und einfach so Schuld getilgt. Ich denke, Ja, das ich hätte kümmere jetzt mich auch gleich nichts drum. gebracht. Gehen wir jetzt über ihn her, wenn er uns halt unbedingt angreifen will. Er ist alleine. Macht es zur Gewalt! Der Rest meiner Gruppe macht Bullshit. Würdet ihr bitte diesen Gang da durchgehen und schon nicht alleine lassen? Das wäre äußerst nett. Mann, Mann, Mann. Bis jetzt schon, ich kann heilen. So, schauen wir mal. Ihr bleibt trotzdem jetzt in dem Raum, auch wenn er sich kurz wegteleportiert. Er kommt bestimmt wieder. Ach ne, da oben schlappt er. Oh nein. Komm, komm, komm. Wo rennt der hin? Ach, jetzt laufen wir einfach mal so ganz gemütlich hier rüber wieder. Lololol. Er teleportiert er sich weg und jetzt. So, jetzt Ja, ist die was Gruppe wollt ihr? komplett. Kommt der jetzt angelatscht? Ja, auch wunderbar. Freut mich aber für dich. Komm mal noch ein bisschen näher. Ja, komm da raus. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber. Ist das ein Feuerball, was der da macht? Bitte nicht. Sollten uns mehr auseinanderstellen, aber das ist jetzt eh schon zu spät. Nein, das war was anderes. Ich glaube, es ist so eine Art Verwirrung. Hat er auf uns gesprochen. Wegen seinen blöden Doppelgängern dauert es jetzt erstmal, bis wir ihm überhaupt mal Schaden machen. Noch einen Doppelgänger hat er, wenn ich. Nee. Er hat noch mehrere, aber da passiert irgendwie gar nichts gerade. Können wir überhaupt was gegen ihn ausrichten? Kritischer Treffer abgewehrt. Spiegelbild Geist ist gespiegelt. Attackiert Geist, ja. Klappt halt nichts wegen dem blöden Zustand hier. Wir machen mal einen Zauber. Sowas wie die Pfeile mal ausprobieren, wie der wirkt. Wenn Nira irgendwann mal Lust hätte, was zu tun, anstatt Schaden zu kassieren.
Was hat sie denn? Oh Gott, Nira. Warum greift er auch Nira an? Wie gemein. Oder ist es irgendwie abge... Nee, sie hat nicht mal gezaubert. Kann nichts abgewehrt worden sein. Oh mein Gott, überlebe, Nira. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Trink. Und geh weit, weit weg. Hey! Mit der F! Aber warum kriegt sie Schaden? Sie hat keinen Zustand? Oder schießt er die ganze Zeit auf sie? Aber das kriege ich überhaupt nicht mit irgendwie. Hä? Toll. Ich weiß nicht, was der da macht. Er leitet 14 Wucht durch Jeslik. Ja, das ist schön, dass er mal Schaden bekommt, aber das bringt mir nichts, wenn Nira jetzt stirbt. Aha. Jetzt rette ich die Lage. Und nochmal einen Trank, bitte, aber das dauert ja immer so lang, bis sie nochmal trinkt. Ich hoffe, er lässt sie jetzt in Ruhe. Ach, du bist verwirrt und greifst sie an. Ja, Kivan, du Penner. Da musst du vor ihm fliehen. Du musst vor ihm fliehen. Aber ich glaube, er hat gerade von ihr abgelassen, oder? Hoffe ich. Jetzt müsste langsam wieder trinken dürfen. So, Kivan, kann ich ihn dann... Nee, ich kann natürlich nicht zu ihm was machen, sonst hätte ich mir jetzt den Bogen abgenommen oder irgendwie sowas. Oh, wie mies. So, hier geht's wieder einigermaßen. Jetzt kriegt Jeslik Schaden. Hier ist noch was rot. Was hat er getan? Hat er wieder einer von meinen Leuten bezaubert oder was? Das bin ich. Also ich bin mir nicht sicher, warum ich hier zwei... Oh, ich hasse solche Magierkämpfe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ja. Ich glaube, wir müssen... Tränke wieder hier rüber. Und trinken. Oh, das bringt ja so gut wie gar nichts bei dem. Große Heilung. So, jetzt wo sie nicht mehr in Bedrängnis ist, versuche nochmal einen Zauber zu machen hier. Auf ihn natürlich, wenn es geht. Das ist Jeslik, der rot ist, aber... Ach ja, stimmt, der hat auch hier einen Status. Ich dachte, das ist was... Moment, was ist das? Nee, er ist nicht feindselig. Ich kann noch steuern und alles. Vorspannen. Ach nee, das ist gut. Das ist gut. Was ist das? Das ist der rote Balken. Der unsichtbare Pirscher. Unverletzt. Ja, und wenn er unsichtbar ist, den muss er irgendwie beschworen haben oder so. Verdammt. Das ist vielleicht auch der Typ, der so viel Schaden macht. So, aber wir hauen langsam den Typi immer mehr und mehr zu Preis. Mir gefällt es nur gerade überhaupt nicht. Warum? Ich habe doch Jeslik geheilt. Warum hat sich da jetzt noch gar nichts getan? An Heilung. Ja, würdest du jetzt bitte mal wirklich ihn heilen? Oder machst du nur so? Bitte. Ich muss jemand anderes versehentlich geheilt haben. Oh nein, das wird eng. Alles auf ihn jetzt hier. Warte mal, ich glaube, meine Heilung ist schneller. Aber das bringt ja auch nicht viel. Ja, die ist durch, die ist durch. Okay, er ist wieder safe. Alles gut. Er ist wieder safe. So. Und jetzt alle Mann auf den Magier. Der hat nicht mehr viel. Und vielleicht verschwindet dann auch der Pirscher automatisch. Mal schauen. Da ist er down und das gibt 3750 Erfahrungspunkte. Jetzt ist allerdings noch der Pirscher übrig. Schauen wir mal, ob wir den irgendwie doch treffen können, auch wenn er unsichtbar ist. Weiß er nicht. Attackiert für die Gefahr. Aber das ist natürlich schwierig, wenn jemand unsichtbar ist. Was soll ich denn dagegen jetzt machen? Unsichtbares Entdecken als Zauber haben wäre cool. Aber habe ich ja jetzt nicht. Kann denn irgendjemand zufällig treffen? Probiert ihr das? Ja, sie probieren es wenigstens. Aber ich sehe hier noch keine Erfolge. Wenn ich wenigstens zufällig treffen könnte. Wartet mal. Ich will hier nicht die Pfeilen etc. verschwenden. Ah ja, gut. Du machst die billigen. Du auch. Okay. Er muss doch irgendwann auch sichtbar werden, oder? Ich glaube, er ist sichtbar. Ich sehe ihn. Meine ich. Ja, er kriegt auch Schaden. So, jetzt muss ich nur gucken, wen er jetzt wieder angreift. Ich glaube, John. Der ist nicht ohne hier. Kann man ja kaum treffen. Ach nee, es ist wieder der Zwerg, der leiden muss. Heil dich selbst.
Und Mira, mach mal hier, das hier. So. Okay, dann greifst du wieder an. Ja. Hat der Zauber jetzt was gebracht von Mira? Er leitet 4 Schaden zu Euro von ihr. Oh, das ist nicht viel. Der muss unglaublich gute Resistenzen haben. Aber egal. Dann machst du noch das hier auf ihn. Den kriegen wir schon noch platt. 6 gegen 1, Mensch. Also 2 Schaden, gut. Wird langsam. Ne, brennende Hände, da stehen wir zu viel rum. Machen wir das noch. Einmal. Alle Trophäe. Kritischer Fehlschlag, na toll. Kritischer Treffer wäre mir lieber. Also irgendwie, Zauberstufe wurde um 1 erhöht. Was? Okay. Cool. Unsichtbarer Pirscher von Mira. Und die anderen machen gar keinen Schaden. Wie krass ist das denn, ey? Kann ich nur Magie machen? Das ist aber schlecht. Das ist sehr schlecht. Weil meine Magie geht mir jetzt langsam aller. Ich könnte noch die Stäbe benutzen. Da muss ich aufpassen, welche. Nicht, dass ich die Gruppe treffe. Aha. Ja, das ist nämlich echt blöd. Stab der Lähmung. Kann ich das auf einen gezielt sprechen? Ja, muss ich. Mache ich das einfach mal. Vielleicht können wir dann besser treffen. Aha. Immerhin von Kivan mal getroffen. Das, obwohl er normale Pfeile benutzt. Vielleicht klappt es ja nun besser. Mal schauen. Er hat noch 2 Balken. Ich denke, das kriegen wir jetzt hin. Wir brauchen nur die Zeit und eventuell mal eine Heilung. Zwei kleine auf dich. So, gut. Ein Balken noch. So, den Hammer. Da wird jetzt nichts mehr drauf verschwendet. Sehr gut. Da war ja schwerer wie der Zauberer. Ganz ehrlich. So, wir warten. Der hat eigentlich nicht so viel HP, ne? Wir machen nur verdammt wenig. Leider. Er stirbt. Und ernsthaft, es gab keine Erfahrungspunkte dafür, weil er beschworen wurde wahrscheinlich. Wie mies. Wie mies, ey. Hä? Aber wie dem auch sei, wenigstens haben wir mal was geschafft hier. Ja, der Geist. Jetzt hat er seine Ruhe. Aber interessant, was er uns erzählt hat zum Teil. Was habt ihr dieses Mal für mich? So, jetzt konnte ich auch speichern. Mich kümmert's nicht. So, wir suchen nach Fallen in diesem Raum. Da ist tatsächlich noch was mit Falle. Wie immer. Noch was? Nein? Okay, das Skelett können wir uns gar nicht genauer anschauen. Könnte natürlich der Typ gewesen sein, ich weiß es nicht. Ja, der Typ, was hat er eigentlich für uns hinterlassen? Wenn er uns überhaupt was hinterlassen hat als Geist. Geld. Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte nicht daran teilhaben. Sehr langweilig. Aber na gut, dann untersuchen wir jetzt noch die Schränke. Wenn ich mal durch dürfte, bitte. Verschlossen. So, auch hier ist nur Geld. Hier haben wir wieder ein paar Tränke. Und das war's hier, ne? Check, check, check. Jo, das war's hier. Habe ich in der Bibliothek schon alles mitgenommen? Ich glaube schon, ne? Ich wollte ja eigentlich Buch lesen das letzte Mal, als gute Nacht abklang, aber dann habe ich es wieder vergessen. Ja, ich habe die Bücher da rausgefarmt, genau. Okay. Gut, und hier war eh nichts mehr. Das haben wir schon gecheckt. Da rechts gucken wir später noch rüber. Wir bleiben jetzt erstmal auf der Seite hier. So. Gut, Imone, du darfst vorgehen. Du bist ja ein komischer Kaut. Ja. Los geht's. Okay. Immerhin mal einen Kampf geschafft, wenn ich da noch an den Basilisken denke. Oh mein Gott. Das war furchtbar.
Aber hier kam es sofort zur Story, zumindest so noch um Story-Happen, während im Keller da eigentlich so gut wie gar keine Story kam, ne? Gut, von diesen Wächtern mal abgesehen, aber die waren ja jetzt auch nicht gesprächig. Und dann eben noch, wo, kurz bevor wir den Rückzieher gemacht haben, bei diesem sprechenden Skelett. Aber da müssen wir erst nochmal hin, ne? Das haben wir ja nur kurz angeteasert. Bin ich ja mal gespannt. So, hier ist dann offenbar Ende. 17 Gold kannst du mitnehmen. Und dann gehen wir mal in die andere Richtung gucken. So, freut mich übrigens, dass ihr euch freut, dass es mehr Baldur's Gate gibt. Ich habe dann halt immer so die Befürchtung, dass manche vielleicht gar nicht mehr nachkommen, die Parts zu gucken. Aber ich sage ja immer wieder dann in solchen Fällen, die rennen ja einem nicht weg, ne? Einfach, wenn man mal Zeit und Lust hat, könnt ihr euch ja ein Part reinziehen. Auch wenn es dann schon ein paar weitere gibt. Ich lese mir ja... Oh, warte, und red mit der Gruppe. So, was wollte ich gerade noch sagen? Kommt der jetzt wirklich angeschlappt? Gucken? Nee, das anscheinend nicht mehr. Okay, ich lese ja auch die Kommentare aus älteren Parts. Also, egal wie alt. Ich kriege die ja trotzdem alle per E-Mail. Und die lese ich mir dann immer durch. Ihr benötigt etwas, Fremde? So, wir sprechen jetzt mit Rikilo. Kein Schritt weiter. Nennt eure Namen und was ihr an diesem Ort wollt. Okay. Mal schauen, wie wir mit dem umgehen. Nummer 2 wäre absolut ehrlich. Nein, ich will nichts teilen. Nennt mir euren Namen. Ich bezweifle, dass ihr Durlak seid, also seid ihr hier genauso ein Eindringling wie ich. Ihr zweifelt, dass ich Durlak bin? Na, dafür habt ihr glatt einen Preis verdient. Bin nämlich wirklich nicht dieser Zwerg, der seit ein paar Jahrhunderten tot ist. Gut für euch, aber frage euch dennoch, wer seid ihr? Ist mir wurscht, was ihr hier im Turm treibt, will nur wissen, was ihr hier hinter meinem Rücken herumschleicht. Ich mag keine Leute, die sich an mich heranschleichen. Macht mich nervös. Lasst von eurem Verdacht ab. Ich bin nicht euer Feind. An diesem Ort gibt es schon genug Fallen. Da müssen wir uns nicht auch noch gegenseitig bekämpfen. Wer seid ihr? Rikilo werde ich genannt. Und ich denke nicht daran, diesen Platz mit euch zu teilen. Es gibt noch viel mehr Ebenen. Ihr solltet euch einfach weiter nach unten begeben. Ärger gibt es für uns beide dicke genug. Auch ohne, dass wir uns um die Beute streiten. Nix da, ich teile nicht. Nein, ich teile nicht. Ich bin da genauso wie Rikilo. Das kann nur im Beef enden jetzt. Und was, wenn ich daran Anstoß nehme, wenn ihr mir sagt, wohin ich zu gehen habe? Ich könnte wütend werden. Oh, wirklich? Nun, ich würde es vorziehen, euch nicht nur für das umbringen zu müssen, was ihr gerade gesagt habt. Warum versucht ihr nicht, mich ein wenig mehr gegen euch aufzubringen, damit ich euch einen guten Grund hätte, euch um die Ecke zu bringen? Oh, das wird nicht gut enden. Mal schauen. Nein, das werden wir unter keinen Umständen tun. Das ist nicht gegen zur Hölle. Ich gehe, wohin es mir passt. Wenn ihr meint, ihr könnt mich davon abhalten, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, es zu versuchen. Ihr habt einen fatalen Fehler gemacht. Ich bin nicht unvorbereitet an diesen Ort gekommen und ich hatte mit viel Schlimmeren als euch gerechnet. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, was Rikilo zu bieten hat. Ist auf jeden Fall eine ungünstige Position jetzt gerade. Wir gehen mal dahin. Tut mir ja fürchterlich leid.
Ja. Er ist wirklich alleine und er muss es ja faustdick hinter den Ohren haben, so selbstbewusst wie er ist, wenn er jetzt gleich gegen 6 Leute antritt. Mal gucken, was Rikilo kann. Also, so schlimm kommt er mir nicht vor. Da war der Geist da unten deutlich nerviger. Hätte ich ihn mal zu dem geschickt. Aber gut, Rikilo. Wir hätten das garantiert auch diplomatisch lösen können, wenn ich ihm diesen Raum quasi gelassen hätte. Nach Motto, ich kann ja unten hingehen, ich kann ja sonst wohin gehen. Nur nicht dahin, ne? Ich soll ja mit ihm teilen. Aber ich hab's nicht so mit ihm teilen. Gepäck ist voll. Ach ja, wegen den Büchern, die ich noch loswerden muss. Und wegen den Tränken, die ich nicht aufgeräumt habe. So, erkenne ich, was das ist? Nein, dann kriegt das erstmal Niere. Und da ist noch was für Niere. So, aber erstmal den Krams weg. Na, gucken wir mal, was er hat, aber ich vermute, das sind nur gewöhnliche plus 1 Gegenstände. Sieht jetzt nicht so. Ja, Niere kann es auch sofort erkennen. Das ist Lederrüstung plus 1. Und das hier ist ein Kurzschwert plus 1. Ah, ist das praktisch, dass die das jetzt so gemütlich erkennt auf einmal. Kurzschwert. Was mit was? Du hast ein Kurzschwert, ne? Genau. Du könntest mal mehr mit einem Kurzschwert rumrennen, Imone. Ich habe zu viele Fernkämpfer im Moment. Das nervt. So. Die Lederrüstung plus 1. Da haben wir alle schon Besseres, ne? Beschlagener Lederwams plus 1. Und ich habe ja dieses wunderschöne Beschützer des Zweiten plus 2. Von daher können wir das nicht gebrauchen. Nein. Muss dann mal verkauft werden demnächst. Und ja. Weiter geht's. Was habt ihr dieses Mal für mich? Also ganz schön enttäuschend. Und mal gucken, was er so eifrig beschützt hat. Zuerst wird Imone reingehen. Also dieses Abteil hätte halt ihm gehört, könnte man sagen. Ich hoffe doch, dass es sich lohnt, dass wir ihn so geizig umgebracht haben. Ich kann mir vorstellen, dass manche unter euch das jetzt überhaupt nicht schön fanden, dass ich das getan habe. Aber ich bin ein Dieb und wenn es um Profit oder um Weiber geht, dann bin ich einfach so. Also im Spiel, in diesem Spiel wohlgemerkt. Und deswegen, ja, Rollenspiel, ne? Nicht übel nehmen. Ah ja, das habe ich mir schon gedacht. Das hätte Rikilo doch auch schon mal machen können. Oh, 40? Ja doch, gibt schon immer 40, oder? Doch, ich meine schon. Hat jemand vorne eine Stufe bekommen? Nee, niemand. Alles klar. So, was haben wir hier noch? Hätte mich gewundert, wenn da keine Falle wäre, ganz ehrlich. So, weiter. Rikilo hätte es eh nicht lange gemacht, ganz ehrlich. Bei seinen Skills, die er da zutage gelegt hat, das war ja gar nichts. Okay. Werden wir erstmal bis hierhin machen. John, du könntest dich ein bisschen heilen. So. Bin euch weit voraus, Chef. Was hätte Rikilo bekommen? Schauen wir doch mal. Aha. Hat sich bis jetzt noch nicht gelohnt. Das dafür auch nicht. Hierfür vielleicht. Aha. Kaum wird's interessant, bin ich voll, wie immer. Schmuck. Braucht jemand noch ein schönes Kätzchen? Jeder hat ein Kätzchen an, oder? Ja, okay. Schmuck, Trank. Und das sah schon interessanter aus von der Farbe her, weil es mir nicht sofort etwas sagt. Vor allem die Rüstung nicht. Charakter ist zu weit entfernt, dann sollten wir das ändern. Kommt her. Gettens Wille geschehe. Mensch, die Zeit bei Baldur's Gate, sie geht so unglaublich schnell rum. Ich verstehe es manchmal nicht, wo jetzt schon wieder die 25 Minuten hin sind. Wahnsinn. So. Weil wir das letzte Mal kein Buch gelesen haben, machen wir heute früher Schluss und lesen 2 Bücher. Aber zuerst gucke ich mir diesen Stab hier an. Das ist der Stab der Blitze. Den kennen wir natürlich schon. 16, kann ich den? Nein, kann ich nicht wirklich. 16 ist Max. Dann gucken wir uns das hier noch an. Das ist ein Kettenhemd plus 1. Ein Kettenhemd plus 1 mit einer Rüstungsklasse von 4, aber minus 2 jeweils von, auf Klingen und Wuchtwaffen. Du hattest da aber auch schon was Besseres, ne? Die praktische Verteidigung, das ist Wahnsinn, das Teil.
Und ansonsten ist hier, bist du mit deinem Angeek-Plattenpanzer, den wir erworben haben, bestens unterwegs. Und du eventuell, Lorraines Panzer, nee, ist auch viel besser. Mit 2 und 3 Klingenwaffen runter. Also nix. Für niemanden was. Mal kurz gucken. Nee, könnte sie nicht tragen, könnte ich nicht tragen. Kann niemand tragen, schade. Sie ist überladen, Aushilfe gesucht. Danke, nein, bist zu blöd. So, okay. Gut, Freunde, wir machen jetzt offiziell Schluss, lesen noch 2 Bücher zum Abschluss für die, wo es interessiert. Und dann machen wir an der Stelle natürlich weiter. Schon sehr bald. Also, bis denne. Und jetzt wird noch gelesen. Die Geschichte des Nordens, Band 7. Was ist jetzt natürlich ein bisschen blöd? Band 8, Band 9, Ah, ne, das ist Schattental 5. Bei so Reihen ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber na gut, lesen wir doch die Geschichte des Nordens, Band 8 und Band 9. An der Stelle. Ne, Band 7 und 8, so rum. 7 und 8 lesen wir jetzt mal. Okay. Vielleicht finden wir die anderen auch noch irgendwann. Mal schauen. Die Geschichte des Nordens, 1368, das Jahr des Banners. Als die Zwerge sich für den Winter in ihrer wiedergewonnenen Stadt Felbar niederließen, brach eine Gruppe von Abenteurern, die von den Zentarien unterstützt wurden, in die Höhle des Großen Wurms ein und töteten Elrem den Weißen, den Schamanenhäuptling des Stammes des Großen Wurms. Als die Stammeskrieger die Truppen der üblen Abenteurer angriffen, wurden mindestens 3 der Verantwortlichen sowie eine große Menge der gestohlenen Schätze von Elrem durch Teleportationszauber in Sicherheit gebracht. Nach den Worten Temrins, des derzeitigen Schamanen des Stammes, versprach Elrem, er werde als Geist über den Stamm wachen, jetzt da seine sterbliche Hülle zerstört sei. Trotz der beruhigenden Worte Elrems erlebte der Stamm einen harten Winter mit viel Schnee, wenig Jagdwild und einer gedrückten Stimmung. Glaubwürdige Besucher im Lager der Barbaren berichteten, dass Temrin und Gweshen, Eisenhand Telistas, eine Art Rüstung aus der Haut von Elrem tragen. Diese Verwendung des Körpers ihrer früheren Schamanen als Schutz war ihnen angeblich in einem Traum als Vision eingegeben worden. Die Rüstung scheint nur wenig mehr als eine geschmeidige Lederrüstung zu sein, scheint aber Schläge abzuwehren und genauso gut zu schützen wie ein Prunkharnisch. Nesme verzeichnete einen drastischen Anstieg der Angriffe durch Trolle in den Immermooren. Und aus verschiedenen Quellen heißt es, dass die Trolle von irgendwas aus den Mooren vertrieben werden. Was auch immer hinter dem Exodus der Trolle steckt, wird für den Rest des Jahres ein Geheimnis bleiben, da wagemutige Gruppen sich gegen die nicht enden wollenden Massen an Trollen, die in den Sümpfen fliehen, verausgaben. In der überraschendsten Aktion des Jahres marschierte der von der Schamanin Tante Hagara geführten Stamm des Blauen Bären auf die von Dämonen heimgesuchten Höllentorfeste. Während aus verschiedenen Quellen von einer kurzen Auseinandersetzung um die politische Führung zu hören war, ging Tante Hagara als neue Herrscherin der Stadt hervor. Alles klar, das war die 7, die kommt dann mal woanders hin. So. Man kann die ja nicht da reinstecken, ne? Das haben wir schon mal probiert. Ja, geht nicht, okay. Die Geschichte des Nordens, Band 8. 1369, das Jahr des Panzerhandschuhs. Die turbulente Atmosphäre in der Höllentorfeste sorgte weiterhin für abenteuerliche Geschehen. Eine Gruppe der Hafner schmuggelte sich mit Verdeckungszauber in die Stadt ein und entdeckte, dass Tante Hagara in Wahrheit eine Anis war. Diese Enthüllung tat jedoch dem Respekt des Blauen Bären vor seiner mächtigen Stammeschefin keinen Abbruch, und die Stadt reagierte auf die Enthüllung mit Angriffen auf Karawanen auf dem Weg nach Sundabar. Darüber hinaus wurden einige Expeditionsstreitkräfte von Tanari gesandt, um die Zitadelle der Nebel, Sundabar und Sibrigmond aufzumischen. Tante Hagara informierte ihre loyalen Truppen darüber, dass die Tore in dieser Städten anderer Tanari erlaubten, sich uns in den glorreichsten Schlachten anzuschließen, die bevorstehen, wenn wir den gesamten Norden unter unsere Kontrolle bringen. Alustriel sprach starke magische Zauberformeln in der Verteidigung von Silbrigmond gegen die räuberischen Tanari aus, und die Stadt selbst erlitt keinen Schaden von deren Angriff. Der Nebelherr der Zitadelle, der Nebel, half ebenfalls bei der Verteidigung seiner Zitadelle, obwohl in Berichten noch immer vornehmlich von der Unterstützung durch die Baumhirten des Hochwaldes geschwärmt wird.
Sundabar litt unter dem Angriff auf die Höllenfesttore. Höllentorfeste, so. Da die Dämonen durch die Mauern brachen und die Straßen der Stadt verwüsteten. Während Abenteurer sich mit den Dämonen eine Schlacht lieferten, führte Helm Zwergfreund ein großes Kontingent an der Garde an, um den Rest aus Sundabar hinauszutreiben. Jedoch zogen die Dämonen von der Höllentorfeste mit dem befriedigenden Wissen ab, dass sie eine brennende Stadt hinter sich ließen. Das Feuer wurde innerhalb von 2 Tagen gelöscht und Sundabar hat sich seitdem von dem Angriff erholt. Mitte des Monats Elasias kamen Tante Hagara, der Hexenherrscherin der Höllentorfeste, Gerüchte zu Ohren, dass der im nördlichen Hochwald residierende mächtige Baumhirte Turlang aktiv die Wälder in der Nähe der Zitadelle der Nebel verteidige. Informationen, dass Turlang dem Nebelherrn unterstützte, entgingen ihrer Aufmerksamkeit nicht, und der Glaube, dass die Zitadelle der Nebel über ein oder aus einer anderen Existenzebene stammendes Artefakt verfügte, steigerte das Interesse der Hexe noch mehr. Tanda zog eine große Streitkraft aus, mehr als 100 Tanari und anderen Dämonen sowie 500 Mitgliedern des Stammes des Blauen Bären zusammen, um die Zitadelle der Nebel niederzureißen. Doch als die üblen Streitkräfte in den Hochwald vordrangen, setzte der Nebelhaar seinen eigenen Plan in die Tat um. 2 Spione der Hafner, ein Bade namens Krishana, Feuertal, und der Priester der Mystra, genannt Zauberschlange, schmuggelten sich als Mitglieder des Stammes des Blauen Bären verkleidet in die Höllentorfeste ein. Jeder trug einen Teil eines aus einer anderen Existenzebene stammenden Artefakts, des Torwächterkristalls, mit sich. Ganz schön interessant, oder? Der Torwächterkristall ist ein Artefakt in der Form eines dreizackigen Sterns, das aus Onyx und einem weiteren unbekannten Metall hergestellt ist, das sich durch den Edelstein zieht. Die Zacken des Sterns sind jeweils separate Teile, die zusammengesetzt das Artefakt ergeben und davon getrennt 3 einzelne mächtige magische Elemente darstellen. Der Kristall kann zwar auf verschiedene Arten eingesetzt werden, sein ursprünglicher Zweck lag jedoch darin, Schutzwälle einzuschließen, mythischer oder anderer mächtiger Schutzvorkehrungen zu überwinden. Der Legende nach wurde er von einem mächtigen Leichnam geschaffen, der damit Klerikern die Macht nahm, indem er sie der Fähigkeit beraubte, Zauber zur Verwandlung in Untote anzuwenden und nekromantische Magie innerhalb eines 50 Meilen großen Radius aufhob. Der Nebelherr hatte eine andere Verwendung für den Torwächterkristall, jedoch brauchte er dafür die Hilfe von Freiwilligen, die 2 Scherben des Kristalls an bestimmten Stellen der bewachten Stadt der Höllentorfeste niederlegen sollten. Um genau zu sein, benötigte er 2 Personen, die gewillt waren, für die Ausrottung der Dämonen der Höllentorfeste ihr Leben hinzugeben. Zauberschlange und Krishana zeigten sich mit dem Selbstmordmission einverstanden. Mit den Teilen des Kristalls warteten die beiden Hafner darauf, dass der Nebelherr durch Aktivieren der magischen Kraft mit dem 3. Teil die Magie freisetzte, durch die die Höllentorfeste in Stücke gerissen werden sollte. Als ein flammender Strahl von purpurner Energie den Himmel über der Stadt erleuchtete, blieb niemanden in der Dämonenfestung mehr Zeit, sich zu fragen, was passierte. Durch die Kraft des Torwächterkristalls gingen die Schutzwälle auf die Stadt nieder und verursachten eine Implosion, die die Erde mehr als 100 Meilen entfernt erschütterte. Genauso schnell und unmittelbar wie die Schutzwälle der Höllentorfeste vernichtet wurden, gab der Kristall die magische Energie in Form einer Explosion frei, die jedes Gebäude in der Stadt dem Erdboden gleichmachte und dort, wo einst die Höllentorfeste stand, nichts als faustgroße Steinbrocken hinterließ. Nicht ein Lebewesen rührte sich mehr unter den Trümmern. Alles war still und leblos. Die Streitmacht der Tanari von den Höllentorfeste wusste nicht, was passiert war, hatten aber das Beben, als die Torwächterkristalle aktiviert wurden, gefühlt. Sie kämpften um ihr eigenes Leben, als die Baumhirten, Korret, Zentauren, Satyre, Triaden und andere Wesen des Hochwaldes, einschließlich der Verteidiger der Zitadelle der Nebel, sie in die feuchte Erde stampften. Einer der bemerkenswertesten Herrscher des Nordens fiel in der Schlacht, nahm jedoch mindestens 6 Tanari mit in sein Grab. Faurel Schwarzhammer, der Lord Protector von Dreieber, fiel an der Seite seiner Truppen kurz vor Ende des Kampfes. In den Wochen nach der letzten Schlacht mit den Höllentorfeste blockierten Baumhirten den Weg weiter nördlich am Zusammenfluss der Fluss Herzblut und Delimbir.
Während die Baumhirten sich wenig um Jäger und Abenteurer scheren, die das Gebiet durchstreifen, wurden alle Karawanen zurückgewiesen, die gen Norden nach Sundaba unterwegs waren. Und über diesen Punkt lassen die Baumhirten nicht mit sich verhandeln. Bei einem weiteren Unglück, das Turlang zur Last gelegt wird, wurde der Blutsteinpass durch eine mächtige Lawine blockiert. Diese letzte Katastrophe riegelte das Obertal für weitgehend große Armeen der Menschen ab. Reisen in das früher von den Höllentorfeste besetzte Gebiet wagen jetzt nur noch Abenteurer und andere Wagemutige. Die mächtigsten Zauber in den Reichen, darunter Elleminister von Schattental und Kelban Arunsun, fragten den Nebelherrn mehrfach nach dem gegenwärtigen Verbleib des Torwächterkristalls aus. Die meisten Quellen behaupten, dass die Teile des Kristalls wieder über die Ebenen verstreut sind, aber niemand weiß es genau. In der Nähe vom Nesmeer ist die Ursache für den Exodus der Trolle geklärt. Nebel- und Wolkenriesen haben sich im Moor niedergelassen und vertreiben die Trolle aus der neuen Riesenheimat. Zwar weiß niemand genau, wie viele Riesen sich im Hochmoor niedergelassen haben, Schätzungen zufolge sind es jedoch einige hundert. Ein dichter Dunst hängt nun ständig über den Immermooren, doch undurchdringlicher und dichter als der Dunst vor der Ankunft der Riesen. Viele glauben, dass dieser neue Nebel das Werk der Wolkenriesen ist, jedoch weiß das niemand genau. Alustriel von Silbrigmond entsandte eine Anordnung der Garde in die östlichen Grenzen des Moors erforschen, also die sie erforschen sollten. Die Garde kehrte mit der Nachricht zurück, dass eine Gruppe von etwa 20 Nebelriesen, die gutmütig und sehr freundlich seien, sich in den ehemals von Trollen wimmelnden Gebiet niedergelassen hätten. Der Garde des benachbarten Nesme war das Glück allerdings weniger hold, liefen sie doch einem Clan von gewalttätigen Felsen, schleudernden Nebel- und Wolkenriesen in die Arme, die ihre Einheit dezimierte. Darüber hinaus kam eine Gruppe von Abenteurern mit schwersten Verbrennungen in Nesme angekrochen und berichtete von einem schwarzen Drachen in einem Nebelriesellager. Insgesamt scheint es, dass sowohl gute als auch böse Riesen das Moor jetzt ihre Heimat nennen. Ja, das war doch mal eine sehr interessante, wenn auch lange Geschichte. Und die Geschichte des Nordens wird noch weitergehen. Also es ist absolut filmreif, wenn ich mir das so vorstelle. Habt da ein schönes Kopfkino während dem Vorlesen gehabt. Ihr hoffentlich auch. Und ja, wir werden dann Band 9 das nächste Mal lesen. Mal schauen, wie das weitergeht. Wir müssen noch mal gucken, ob wir die ersten 6 Bände noch finden. Aber jetzt ist wirklich Tucke für heute. Morgen geht's dann weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis es hier wieder heißt Let's Play Baldur's Gate.